Welche ist die richtige Antwort? Die Quadratwurzel von 9 minus 4 Wurzel 2 ist eine dieser vier Zahlen oder eine andere Zahl. Um herauszufinden, welche, werden wir herausfinden, welche dieser vier Zahlen als Quadrat 9 minus 4 Wurzel 2 hat. Es ist wahrscheinlich diese Antwort, denn wenn wir die im Quadrat berechnen, dann finden wir Quadrat von 2 Wurzel 2, das macht 8, und das Quadrat von 1, das ist 1, und 8 plus 1, das macht diese 9. Also versuchen wir das mit Antwort C. Wir nehmen diese Antwort und berechnen ihr Quadrat. A minus B im Quadrat, das macht A Quadrat minus 2AB plus B Quadrat. 2 Wurzel 2 im Quadrat, das macht 8. Und 8 plus diese 1 hinten dran, das macht effektiv diese 9. Und so sehen wir, dass Antwort C als Quadrat diesen Radikant hat. Also ist Antwort C die richtige. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathe-Olympiade bearbeiten.